Als ich Kind war, herrschte mein Vater als König von Sturmwind. Und ich war sein treuster Untertan. Er war der Held all meiner Geschichten. Er hatte gegen Drachen gekämpft, um mich zu retten. Hatte jede Schlacht gewonnen. Aber als ich älter wurde, begriff ich, dass er nicht immer mein Retter sein konnte. Anduin gegen Varian! Zeit, dass ich dein Training in die Hand nehme, mein Sohn. Nicht das schon wieder. Ja, herzlich willkommen zu Hearthstone und diesmal mit einem anderen Book of Heroes. So, wollen wir uns mal anschauen, was wir hier haben. Die machen wir mal weg, die silberne Regentin. Es gibt viele große Krieger in unserer Familie. Auch du wirst einer sein. Jede Regel hat eine Ausnahme. Ausstrahlung. Oh! Das war's. Einsatz bereit! Zeit für ein bisschen Magie. Das war's. So. Konzentrier dich. Boah, das... Nimm dein Schwert, Anduin. Es ist dir bestimmt eins zu tragen. Warum ist es dann so schwer? Zeit für ein bisschen Magie. So. Für den König! Voila! Ja! Für Ehre! Wann werde ich ein echter Ritter? Das war's. So, schauen wir mal. Verteidig die Tore! Rennt! Was für ein Krieger könnte ich schon sein? Ah, da gibt es viele Möglichkeiten. Waffen, Furor. Schutz? Das habe ich nicht gemeint. Ruhe! Okay. Ruhe! Das kann ich nicht tun! Ist er denn? Die. Das war's.
Verteidigt die Tore! Irgendwann werde ich ein echter Ritter. Ich dulde keine Ungerechtigkeit. Das war's. Verteidigt die Tore! Was ist das? Oh. Mist. Für den König! Ich dulde keine Ungerechtigkeit. Das kann ich nicht tun. Oh. Für Ehre. Das war's. Ich habe noch 8 Leo Bens Punkte. Wir trainieren weiter, wenn du bereit bist. Ja, ich super. Bin immer für dich da. Ja! Das ist genau so ein Ding. Anduin ist es wieder so genau. Das ist doch einfach nicht wahr. Das ist doch einfach nicht wahr. Muss ich gerade mal gucken. Ist Varian, also ist das Varian Wynn? Also sprich, sind wir der Sohn von Varian Wynn? Ersetzen wir den mal. Anwerber gezogen. Naja, toll. Es gibt und viele sind große Krieger in unserer Familie. Auch du wirst einer sein. Jede Regel hat eine Ausnahme. Einsatzbereit! Der macht auch immer den. Vorbereitung. Ach, der kann ja wieder nichts. Voila! Zeit für ein bisschen Magie. Gib alles. Nimm dein Schwert, Anduin. Es ist dir bestimmt eins zu tragen. Warum ist es dann so schwer? Was ist das? Irgendwann werde ich ein echter Ritter. Voila! Oh, das war's.
Ich dulde keine Ungerechtigkeit. Voila! Voila! Wir kämpfen mit richtigen Schwertern. Das war's. So. Ihr gehört, gute Leute! Ja. Seid gegrüßt. Ich dulde keine Ungerechtigkeit. Das kann ich nicht tun. Melde mich zum Dienst. Voila! Wir kämpfen mit richtigen Schwertern. Das war's. 19 zu 23. Na, könnte... Verteidig die Tore! Wenn... Oh, da, oh ja, sehr schön. Für ein Krieger könnte ich schon sein. Ah, da gibt es viele Möglichkeiten. Waffen, Furor, Schutz. Das habe ich nicht gemeint. Seid gegrüßt. Das ist ein... Oh! Wir machen den hier. Melde mich zum Dienst. Ich dulde keine Ungerechtigkeit. Wir kämpfen mit richtigen Schwertern. Das war's. Verteidig die Tore! Au. Okay. So. Habt ihr heute schon eure patriotische Pflicht getan? Ich dulde keine Ungerechtigkeit. Wir kämpfen mit richtigen Schwertern. In den Kampf! Na schön. Es wäre wohl am besten, wenn du mit jemand anderem trainierst. Jo. Vielleicht können die Zwerge dir zeigen, was ich nicht konnte. Ihre Stärke ist legendär. Hurra! Yeah! Hurra! Ich dachte, mit König Magnis Hilfe würde ich ein mächtiger Krieger werden. Stattdessen wurde ich einer der wenigen Zeugen seines tragischen Verlusts. Als seine entfremdete Tochter Moira kam, um den Thron zu beanspruchen, wusste ich, dass mein Vater den Krieg erklären würde. Das konnte ich nicht zulassen. Ich wandte mich an meine Freundin Jaina, die immer für mich da war. Nein, bitte nicht. Nein. Nicht schon wieder. Nein, bitte nicht schon wieder. Anduin gegen Jaina. Hä? Anduin, was machst du hier? Bitte, wir müssen meinen Vater davon abhalten, Moira anzugreifen. Am besten hältst du dich da raus. Nein! Wieso muss ich denn gegen Jaina? Ich dachte, die kriegen wir jetzt als Hilfe.
Das kann ich nicht. Er kennt sie nicht so wie ich. Sie wird zuhören. Bist du dir da sicher? Absolut. Zeit für ein bisschen Magie. So. Schwert der Gerechtigkeit. Buße. Hä? Nochmal? Voila! Das war's. Sei nicht so leichtsinnig. Toll. Geladen und entsichert. Das war's. Das Eichhörnchen ist schon geil. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Moira ist die rechtmäßige Erbin. Sie braucht nur etwas Rat. Dafür ist es längst zu spät. Sie gehört zu den Dunkeleisenzwergen, unseren Feinden. Ich dulde keine Ungerechtigkeit. Das war's. Das Eichhörnchen ist schon lustig. Aha. Das arme Eichhörnchen. Oh. Das ist Rang 2, da kann ich jetzt gleich zwei Dinge auswählen. Ich dulde keine Ungerechtigkeit. Das war's. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Aber sie will doch nur Frieden. Dann ist das kein besonders guter Anfang. Das sag ich ja. Sie braucht unseren Rat. Okay, was ist das? Okay. Was? Nur ihr könnt diesen Diener als Ziel von Zauber... Achso. Keine Ungerechtigkeit. Das war's. Okay. Das hier. Ein reizender Aufsatz.
Danke. Das war's. Ja. Okay. Das könnte noch funktionieren. Könnte. Ich dulde keine Ungerechtigkeit. Das war's. Nö. Erzittert vor der Macht Sturmwind. Ich dulde keine Ungerechtigkeit. Na ja, gut, wenn ich jetzt eingefroren wäre, dann ist es nicht so wild. Zumindest. Warte mal, wie viel hat Jaina? 16. Das war's. Das würde deinem Vater nicht gefallen. So. Oh. Das war's. Okay. Lawinengefahr! Und hopp. Okay. Erzittert vor der Macht Sturmwind. Ich dulde keine Ungerechtigkeit. Das war's. Oh shit. Das war nicht gut. So. Warte mal, was ist das? Ich habe ein riesiges Gewehr. Du hast recht. Du musst deinen Vater aufhalten. Aber sorg dafür, dass sich das Risiko lohnt. Verstanden? Ja, mach ich. Verstanden. Mach ich. Und hier, du solltest etwas Passendes anziehen. Danke. Yeah!
Na, läuft doch zumindest nicht schlecht. Mit Janas Hilfe kam ich gerade rechtzeitig in Eisenschmiede an. Mein Vater und die Assassinen des SI-7 waren schon fast dort. Ich befürchtete das Schlimmste für Moira und ihren Sohn. Ach, das sind die SE7-Agenten. Ah, da erfährt man das mal. Mal sehen, wenn wir jetzt hier dingsen dürfen. Ja, ja. Anduin gegen Moira! Findet die Eindringlinge! Mir bleibt nicht viel Zeit. Okay, das heißt, wir müssen jetzt gegen Moira spielen. Was haben wir denn? SI-7-Agent, schweigsamer Ritter, Schütze von Eisenschmiede. Okay. Brr. Ja, okay. Den können wir jetzt erstmal entbehren. Alle anderen behalten wir mal. Oh, Schatten. Oh, was ist das denn? Ich muss Moiras Wachen beschwichtigen, bevor mein Vater eintrifft. So, was haben wir jetzt? Spionagefernrohr. Dunkeleisenzwerg. Gütiges, es ist ein gütiges Herz. Dunkeleisen. Ich würde sagen. Das war's. Okay. Tja, mit euch kann ich's aufnehmen. Aha. Die Dunkeleisenwachen kerkern jeden ein, der sich ihrer Herrschaft widersetzt. So. Okay. Trag nicht dumm! Was? Geil. Seht, die Thronräuberin! Ich bin die Alleinerbin des Königs, ob es euch passt oder nicht. Bitte, wir können das gemeinsam klären. Zeit für ein bisschen Magie. Das war's. Achso, kann ich nicht machen? Gut. Eisenschmiede gehört mir. Anduin, hör mir zu. Taurisan hat Moira verzaubert und gegen ihr Volk aufgewiegelt. Mein Mann hat nichts dergleichen getan. Und doch haben ihn die Truppen meines Vaters getötet. Okay. Tragische Geschichte. Was mache ich jetzt? Warte mal. Ja, 4 Mana. Der gehört 3. Der hat auch 3. Was ist denn das? Oh ja. Teilt mir eure Gedanken. Oh. Warte mal, es ist jetzt nicht. Ja, okay, doch. Passt. 3 Mana. So, den hier? Ha, so gut wie erledigt. Achso, ja. Okay. Voila! Zack. Das war's. Gehorch der Königin! Das muss ich sehen! So, David, danke schön. Wir machen den. Geladen und entsichert. Na los, raus damit. Und tschüss.
das war's. Das soll eine Waffe sein? Autsch. Alle weiter! Das muss ich sehen! Okay. Hallo Papa, komm! Seht das Heer Sturmwinds! Und er hat gleich noch zwei Sisi-Bürgenten mitgebracht. So. Na los! Aus damit! Und tschüss! Das war's. So. 21, 30. Ich bin noch im Rennen. Was lauert in den Tiefen? Au, au, au! Hey! Hey! Sag mal! Gesegnet sei dieser Krapfen! Geladen und entsichert! Hey! Und tschüss! Zum Ruhe Sturmwinds! Hey! Und tschüss! Das war's! Alle weiter! Das muss ich sehen! Alle weiter! Das muss ich sehen! Frag nicht, dumm! Ah je. Warte mal. Was macht die? Hallo? Och. Tschüss! Hey! Tschüss! Hey! Das ist mein Krapfen! Hätte Magni das gewollt? Den Tod seiner einzigen Tochter? Nein. Sie darf regieren, aber nicht allein. Bildet einen Rat der drei Clans und enttäuscht mich nicht. Okay, das ging jetzt besser, als ich dachte. Ich hatte jetzt tatsächlich gedacht, ich kriege noch ganz schön auf die Mütze, weil da noch andere Rekruten und Diener standen. Und ich dachte jetzt. Ich glaube, ich bin einfach geschädigt von Corona oder so. Keine Ahnung. Okay. Schön. Yeah.